in der Thomaskirche. Zusammen wollen wir Gottesdienst feiern. Feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wieder mal nur digital sind wir einander nah. Nicht von Angesicht zu Angesicht, aber ich bin sicher, das wird sich ändern. Es ist noch Epiphaniaszeit. Wir feiern noch Weihnachten, dass Gott uns nahe gekommen ist in Jesus und sein Wort durch Jesus gelebt wurde unter uns. Deshalb steht hier auch noch der Tannenbaum. Es soll an diese Zeit erinnern, an das, was Gott uns durch Jesus gegeben hat, seine Nähe, sein Wort, die Bekräftigung seines Wortes. Und so steht im Mittelpunkt des heutigen Gottesdienstes die Bibel, Wort Gottes für uns. Denn das Wort sei nahe in deinem Herzen und in deinem Munde, dass du es tust. So ein Spruch aus dem 5. Buch Mose im 30. Kapitel. Wir hören den Psalm, Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnis halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschande werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, ganz nah ist dein Wort bei uns, ganz nah deine Gnade. Begegne uns mit Macht und Erbarmen. Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich. Mach uns offen und empfänglich für dein gutes Wort in Jesus Christus, der unser Bruder geworden ist und mit deinem Geist bei uns ist heute und alle Zeit. Amen. Gehen wohl zwei miteinander, ohne einander begegnet zu sein. So ein Wort aus dem Propheten Amos. Da gehen zwei schon lange miteinander. Haben sie einander erkannt? Wussten sie, dass sie vieles miteinander teilen? Es hat lange gedauert, bis Christen den Blick dem anderen zuwandten, ihn wahrnahmen als Gegenüber, der mich beschenkt, mit dem ich etwas gemeinsam habe.
2021 ist ein besonderes Gedenkjahr in Deutschland. 1700 Jahre Judentum in Deutschland, nördlich der Alpen. 321 war nicht nur die konstantinische Wende, sondern Konstantin hat es Juden erlaubt, auch nördlich der Alpen zu siedeln. Die christlichen Kirchen haben dieses Gedenkjahr zum Anlass genommen, zu einer ökumenischen Kampagne aufzurufen, mit dem Titel Beziehungsweise, jüdisch und christlich, näher als du denkst. Sie soll dazu anregen, die enge Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum wahrzunehmen und zu bedenken. Wir teilen viel miteinander. Wir teilen miteinander die Bibel. Im Anfang war das Wort. Durch das Wort ist Gott uns begegnet. Wir teilen also diesen gemeinsamen großen Schatz miteinander. Die Bibel beginnt mit dem Sprechen Gottes in der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und alles, was geschaffen ist, ist geschaffen worden durch sein Sprechen. Nicht irgendwie schicksalsmächtig geschehen, aus irgendeine Gottheit einflog. Nein, er hat sein Geschöpf angesehen, er hat den Menschen angesehen und es ist uns möglich, diese Worte auch zu hören. Das Volk Israel hat diese Geschichten, diese Worte aufgeschrieben. Es sind erzählende Geschichten, aber ebenso Regeln und Gebote wurden aufgeschrieben. Die 10 Gebote, auch für uns als Christen verpflichtend geworden. Und es gibt am Ende der 5 Bücher Mose, dieser Anfangsteil der Bibel, einen Text, der darüber schreibt, was es bedeutet, dieses Wort unter uns. Wir hören aus dem 5. Buch Mose, Deuteronomium, 30. Kapitel. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es holen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Amen. Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Glaube kommt aus dem Hören. Hören auf Gottes Wort, auf seine Gebote. Das habe ich nicht einfach so in mir drin. Und den Glauben kann ich auch nicht einfach so einpacken. Das habe ich nun für immer und ewig. Das kann ich nicht so einfach mit nach Hause nehmen. Das Wort Gottes spricht Menschen an. Immer wieder aufs Neue, in verschiedenen Situationen in ihrem Leben, in verschiedenen gesellschaftlichen, geschichtlichen Situationen. Und es redet von bestimmten Dingen, wie das Leben zu erhalten ist. Es redet von Liebe und Gemeinschaft, von Gnade und Treue, von Recht und Wahrhaftigkeit, von Befreiung und Frieden. Was ich nun so als Begriffe genannt habe, das muss immer wieder aufs Neue mit Leben gefüllt werden. Da kann man nicht sagen, das ist ein für alle Mal gültig. Das ist so gültig, indem wir es in unser Leben hineinziehen. Und deshalb werden die Geschichten immer wieder aufs Neue erzählt. Das Gleiche wird versucht, aufs Neue zu erzählen, in der jeweiligen neuen Situation. Und es ruft zum Glauben auf, dieses Wort Gottes, zum Glauben, was kommt durch das Hören und übergeht in das Tun. Also Hören und Tun, das kommt zusammen. Und wenn ich etwas tue im Namen Gottes, versuche, nach seinen Geboten zu leben, dann braucht es auch das andere, dass ich bitten darf um Vergebung. Denn all dieses geforderte Tun nach den Geboten, das kann auch schief gehen. Und dann ist es gut zu wissen, dass es da einen gibt, der meine Schuld mitträgt. Denn sonst würden wir nichts tun. Glaube ist ein Weg, ein Lebensweg.
den ich für mich versuche, mit anderen einzuschlagen. Es ist kein einsamer Weg, sondern ein Weg, der versucht, in der Gemeinschaft miteinander zu gehen. Und die Gebote, das sind so etwas wie Eckpfeiler, Wegmarkierungen, damit dieser Weg in die Freiheit gefunden wird. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Deine Gebote sind meines Fußes Leuchte. Wir reden gerne vom Gesetz, dass das so im Alten Testament drin ist. Das ist so gesetzlich. Aber eigentlich ist das das falsche Wort für das, was die fünf Bücher Mose versuchen, Menschen nahezubringen. Tora heißen die fünf Bücher Mose und das bedeutet Weisung, Lebenseinweisung, Lehre. Lehre zum Leben. Leben ist in der Bibel also mehr als das biologische Funktionieren meines Körpers. Leben, das bedeutet, sich darüber Gedanken zu machen und es in die Taten umzusetzen, dass ich als Mensch, dass Menschen überhaupt einen Ort finden, wo sie bleiben können, wo sie Heimat haben, wo sie einander ohne Krieg, ohne Hass, ohne Gewalt und Neid begegnen können. Bei Gott ist also zu hören, was dem Leben dient, was Menschen dient. Und deshalb sind es Worte, die sozusagen zur Begegnung mit Gott beitragen. Erst wurden diese Worte in Erzählungen mündlich weitergegeben. In der Familie, in der Sippe, im Zelt vielleicht, auf der Wanderschaft. Es war von einer festen Gemeinschaft die Rede, die immer wieder diese Geschichten aufs Neue erzählten. Und dann wurden sie aufgeschrieben, festgehalten, damit sie nicht verloren gehen. Meistens in Situationen von Krisen. Dann wurden sie auch nochmal überarbeitet. Jeden Sonntag lesen wir in der Kirche aus der Bibel vor. Und jeden Sabbat wird das in der Synagoge ebenfalls getan. Wir teilen miteinander den größten Teil der Bibel, die hebräische Bibel. Juden nennen sie Tanach. Das ist ein Kunstwort. Und das bezieht sich auf die drei Teile der Bibel, die sich in der hebräischen Bibel verbergen. Da ist zuerst die Tora, die fünf Bücher Mose, dann der zweite Teil, die Nevi'im, das bedeutet übersetzt Propheten. Dazu gehören die großen und die kleinen Propheten und auch die Geschichtsbücher, Könige, Samuel. Und dann gibt es die Ketubim, die Schriften. Das sind besonders die Psalmen zu nennen, aber auch das Hohelied der Liebe. Oder die Sprüche, die Weisheit gehört dazu. Wir nennen als Christen die hebräische Bibel gemeinhin Altes Testament. Wer meint, alt bedeutet vergangen, abgetan, schlecht, der liegt falsch. Alt bedeutet nur, das war zuerst. Und alt ist auch nicht ein negativer Begriff. Wer das Neue versucht, auf Kosten des Alten zu etablieren, gibt viel ab, schneidet sich sozusagen die Wurzeln ab. Das Neue Testament ist nicht vom Himmel gefallen. Gott begegnet uns dort ebenso durch sein Wort. Und Jesus hat uns dieses Wort ausgelegt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. So beginnt Johannes sein Evangelium. Ein großer Lobgesang darauf, wie die Bibel von Anfang an begonnen ist, damit, dass einer sprach, es werde Licht und es ward Licht, und dass in dieser Wirklichkeit das Licht Gottes ausgebrochen wird, ist. Die Bibel ist ein großes literarisches Kunstwerk. Und die Interpretation der Bibel, das Weitererzählen dessen, was am Anfang gesagt wurde, beginnt schon in der Bibel. Auch Jesus tut das. Im Anfang war das Wort. Sicher, wir wissen, alles muss einen Anfang haben. Und dann sagen wir auch, alles muss ein Ende haben, am besten ein Happy End. Aber so nicht die Bibel. Das Ende bleibt eigentlich in allen biblischen Erzählungen aus. Es gibt kein Ende, immer nur einen neuen Anfang. Die Bibel, ihre Verheißungen der Erzählungen, die bleiben offen, verlangen nach mehr, wollen weitererzählt werden. Neu durchdacht werden, immer wieder durchlebt werden, von Generation zu Generation. Und dieses Erzählen stellt Gemeinschaft her. Es ist sozusagen, was uns leider fehlt, Kommunikation von Angesicht zu Angesicht.
Da sagte einer, wie verstehst du das? Da sagte der andere, ach, ich würde das so auslegen. Nein, meines Erachtens musst du das noch bedenken. Und so begegnen Menschen einander. Sie beugen sich gemeinsam über die Schrift. So war das schon im Judentum. Mindestens zwei sollten die Schrift auslegen. These, Gegenthese. Und es ist gut, wenn noch ein Dritter dazu kommt. Und auch Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Also keine einsame Sache ist das mit der Bibelauslegung. Es hat kein Ende, die Geschichte Gottes mit uns. Es geht weiter. Die Bibel ist eine große Erzählung, so etwas wie ein Traumbuch von neuem Menschsein. Es kommt noch, dieses neue Menschsein. Das will Gott euch vorgeben in seinem Wort. Wir sind also immer noch auf dem Weg in das Land, das Gott uns zeigen will. So ist es begonnen mit Abraham und Sarah, die sich auf den Weg gemacht haben. So ist es weitergegangen mit Mose, der sein Volk aus der Knechtschaft herausgeführt hat in die Freiheit. So ist es weitergegangen mit den Propheten, die den Finger immer wieder in die Wunden legten, dort, wo diese Freiheit und diese Gebote Gottes missachtet wurden. Und so ist es weitergegangen mit Jesus, der zum Beispiel am Ende des Lukas-Evangeliums sich mit den beiden, mit denen er auf dem Weg war, nach Emmaus zusammensetzt und ihnen noch einmal die Schrift auslegt, wie es da heißt. Das alles so geschehen musste, weil es schon dort gesagt worden ist. Und deshalb kann auch Johannes sagen, das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus legt das Wort Gottes aus mit seinem Leben, mit dem, was er tut, mit dem, was er redet. In unseren Zeiten sind wir ja recht skeptisch gegenüber Worten. Es wird ja zu viel geredet und die Worte bleiben oft leer, ohne Taten. Wort und Tat fallen auseinander. Theorie und Praxis ist nicht eins. Anders die Erzählungen in der Bibel. Was einer sagt, das soll er auch tun. Ansonsten kann sie ihren Mund halten. Leere Worte und stumme Taten müssen nicht weitererzählt werden. Das können wir lernen von biblischen Erzählungen. Es geht um diesen Weg zum Leben. Es geht um Zusammenleben, um Regeln, um die Achtung des anderen, um die Würde des Nächsten. Deshalb lesen Juden wie Christen am Feiertag aus diesem Buch. Im Judentum wie im Christentum gibt es verschiedene Traditionen der Auslegung. Sie erstaunen manchmal, sie erscheinen uns auch widersprüchlich, aber sie ergeben einen Vielklang. Es ist ein großer gemeinsamer Schatz. Und darum zu streiten, das macht auch Spaß. Wir dürfen ihn immer wieder aufs Neue entdecken, diesen Schatz. Wir dürfen auf die Worte Gottes hören, jeden Feiertag. Und am besten auch nochmal in der Woche, wenn Sie die Losungen lesen. Denn das schafft Gemeinschaft, dieses gemeinsame Hören und dieses gemeinsame Tun. Amen. Meine großen Worte
werden mich nicht vor dem Tod schützen. Und meine kleinen Worte werden mich nicht vor dem Tod schützen. Überhaupt kein Wort. Aber vielleicht werden einige von diesen Worten und vielleicht besonders die kleineren oder auch nur das Schweigen zwischen den Worten, vielleicht werden einige von diesen Worten einige vor dem Tod schützen, wenn ich tot bin. Lasst uns beten. Herr, du unser Gott, wir bitten dich für alle Menschen zu Beginn dieses Jahres und für ihre Sehnsucht. Stille die Sehnsucht nach Heilung für Leib und Seele, nach Heilung auch für die Völker und Nationen. Hilf uns, dass sie endlich vorbei ist, diese schreckliche Pandemie. Lass den Glauben stärker sein als Anfechtungen und Skepsis. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Herr, unser Gott, wir bitten dich für unser Gebet. Es vermag nichts aus sich selbst heraus. Es ist keine Zauberei. Erhöre unsere Gebete, mache sie stark, dass sie wandern um die Erde und die Herzen und Sinne erreichen und verwandeln. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du bist Mensch, einer von uns. Du hast den Menschen die Schrift aufgelegt, Gottes Wort und seine Gebote gelegt, damit auch wir danach leben. Die Traurigen hast du getröstet, die Kranken hast du geheilt. Auf dich vertrauen wir auch in diesem Jahr. Gib uns von deiner Kraft des Glaubens, der Berge versetzen kann. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du hast den Streit nicht gescheut, hast offene Worte zu den Mächtigen und Besserwissern geredet. Du bist dafür verfolgt worden. Schenke auch uns die Kraft, offene Worte zu reden, die richtigen Worte zu finden, im Streit und zum Trost unseres Mitmenschen. Mache uns stark, einzustehen gegen Hass und Menschenfeindlichkeit, gegen Vorurteile und Engherzigkeit. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Heiliger Geist, du bist der Geist Gottes, der den Streit schlichtet, Anfechtungen vertreibt, die Herzen berührt und öffnet. Sei du bei uns und in uns. Trage unsere Sehnsucht zum Ziel. Behüte sie und heile sie, wo sie verwundet wird. Sei du der Tröster, gerade in diesen Zeiten. Wir rufen dich an, Herr, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehet hin im Frieden des Herrn. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.